Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Der König kann heute mit einer Überraschung rechnen. Es werden auch Veränderungen geben, nicht nur im Hof, sondern auch im ganzen Land. Die Königin fühlt sich kraftlos und sie braucht noch etwas Erholung. Sie möchte gerne vieles sagen, was sie stört im Königshof. Aber es ist besser zum Schweigen. Das sagt ihr Gefühl. Momentan ist es unpassend, klärenden Gesprächen führen. Das führt nur zu Missverständnissen. Und die Königin hat auch recht. Der hübsche Prinz will sich behaupten, aber er kann sich nicht durchsetzen gegen seinen Vater. Und das macht ihm Kopfzerbrechen. Er hat so eine Sehnsucht nach die schöne Prinzessin. Aber momentan kann er nicht über seinen Gefühlen sprechen. Das verunsichert selbstverständlich die schöne Prinzessin. Sie weiß es nicht, was er denkt, was er fühlt. Sie sollte momentan in ihren eigenen Gefühlen achten, ihre Ängste überwinden. Der hübsche Prinz wird schon kommen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne steht in einer Sextilverbindung zum Uranus. Das löst aus, dass unerwartete Ereignisse kommen. Auch Veränderungen, Umbrüche und Veränderungen. Das, was ich erzählt habe, der König kann heute mit einer Überraschung rechnen und es werden Veränderungen geben im Hof, auch im Land. Mond steht in ein Quadrat zum Mars. Das ist Spannung, das ist große Herausforderung. Und das löst aus, dass wir heute kraftlos fühlen. Es ist schwierig, uns gerade behaupten. Das, was ich erzählt habe über den hübschen Prinz. Er kann sich gegen seinen Vater nicht behaupten. Und die Königin fühlt sich auch kraftlos. Mond steht im Quadrat zum Merkur. Kommunikation. Es ist besser zum Schweigen, weil das führt nur zum Spannung, führt nur zum Missverständnissen. Venus bildet sich bald ein Quinkungsaspekt zum Pluto. Und das löst aus bei der Prinzessin, dass sie unsicher ist. Und sie soll ihre Angst überwinden. Das ist die Pluto-Energie. In inneren Kraft bleiben. Und das war die Hintergrundinformation für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.